Und damit willkommen zurück zur nächsten Folge RimWorld Staffel 2. Weiter hier, ja. Im giftigen Biom. Auch so ein bisschen wie bei Minecraft. Obwohl, da gibt's da giftige Biome. Naja, gibt's dann giftige Pflanzen. Biome sind da nicht giftig. Was? Blut von Kralle? Ach ja, Kralle ist ja noch außer Gefecht. Ah! Gott, ich habe aber auch ein Sieggedächtnis gerade. Da war ja was. Kralle ist ja vom Bär in der letzten Folge angefallen worden. Bär. Das Schöne ist, wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Wer kocht denn jetzt mal für uns? Scheiße, Alter, ihr könnt alle überhaupt nicht kochen. Colin, wer? Ja. Nicht wirklich gut, aber er könnte es machen. Naja, okay. Die Verletzungen gehen so langsam bergauf. Ich hoffe, dass er das Essen jetzt auch da reinlegt. Ja, sehr gut. Ganz kurz. Verschwindet das Essen? Ach, das hat sich direkt einer genommen. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Sehr schön. Milch abgepumpt. Können wir nochmal einmal Käse herstellen? Den Käse können wir leider nicht so essen. Ach, der steckt auch schon wieder nicht. Den Käse können wir leider nicht so herstellen. Wer hat denn jetzt sich schon wieder Essen genommen? Mann, ich komme überhaupt gar nicht hinterher mit der Produktion. Ja, dann hat sich das jetzt auch direkt erledigt mit dem Käse. So, okay, Colin macht hier erstmal entspannt weiter. Wo ist der Bär? Der Bär. Der ist irgendwo nach hier unten gerannt vorhin. Beziehungsweise in der gestrigen Folge. Da ist er. Ah, du Drecksvieh. Entschuldigung. Er ruht sich aus, der arme Bär. Nee, mein Guter, du wirst sterben. An Vergiftung wirst du jetzt dahin siechen. Bewegung ohne Arbeiten. Ja, okay, was ein Bär arbeitet, weiß ich nicht. Bewusstsein, kaum noch, 10%. Ja, okay, der Rest ist sogar noch okay. Blutreinheit, Blutproduktion, Stoffwechsel, alles gut. Aber, ja, wie gesagt, der Bär wird jetzt an dem Gift sterben. Ist die natürliche Rache für den Angriff auf Kralle. Hat sogar noch die Quetschung am Rachen. Ja, daran wird er aber nicht sterben. An den Schusswunden wird er wahrscheinlich auch nicht dahin siechen. Zumal die sogar langsam besser werden. Die Wunden. Ja, also wie gesagt, der wird auf jeden Fall gleich hinüber sein, der Bär. Und wenn er tatsächlich tot sein sollte, dann werden wir uns den auch schnell noch schnappen. Mit irgendeinem. Aber ich werde wahrscheinlich Colin hinschicken. Und den Bären hier noch ausweiden. Haben wir auch noch ein bisschen Fleisch gewonnen. Wobei, naja, okay, 444 haben wir nur noch. Ah, jetzt wird es doch nochmal eng, was das Essen betrifft. Denn das Problem ist, dass wir momentan ja leider auch keine Nahrungsmittel anbauen können. Dadurch, dass momentan der giftige Niederschlag ist und die Pflanzen. Ja, okay, die sind sogar noch am Leben, manche. Aber die wachsen halt. Doch, die wachsen sogar noch ein bisschen. Ah, ich habe gedacht, beim giftigen Niederschlag gehen auch die Pflanzen ein. Ah, okay. Dann eigentlich die Sache. Also, das funktioniert noch alles. Hier ist übrigens eine Stelle nicht überdacht. Sehe ich gerade. Doch, erweitern. Können wir gleich mal gucken, wo noch Löcher im Dach sind. Was ist jetzt los? Ah, kleine Skulptur hergestellt. Sehr gut. Normal, die installieren wir natürlich bei dem guten Irwin. War es ja Irwins Bett? Ja. Und ich glaube, der Bär ist tot. Ich habe es zumindest so im Gefühl. Nee, er lebt noch. Was hat er denn an Vergiftung? 95, na okay. Also noch lebt er. Kralle lebt auch noch, das wird auch so bleiben.
So, ach, jetzt fressen die alle schon wieder die Nahrungsmittel. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Also wir sind jetzt hier tatsächlich nur am Kochen. Dass wir hier hinterherkommen. Ah, der Hund geht auch schon verdächtig nah ans Essen ran. Ne, er geht diesmal vorbei. Was ist jetzt los? Ja, okay. Colin schmeißt aber das Essen dahin. Verdirbt in 3 Tagen. Okay, bis dahin ist es eh weg. Das ist also kein Problem. So, Irby nimmt sich gleich direkt auch wieder was zu essen. Sehr schön. Trage einfache Mahlzeit. So, wie ihr es denkt, das ist einfach mal da drauf. Dann verdirbt es auch nicht im Kühlschrank. Und Colin. Ach, bringt gerade noch was zu essen. Sehr schön. Ja, damit der Junge hier nicht auch verhungert. Ah, sehr schön. Nur noch 3,3. 6,4. 6,1. Jetzt sogar unter 6 schon. Ah, vielleicht haben wir ihn am morgigen Tag wieder so weit, dass er fit ist und uns unterstützen kann. Ja, wie in der gestrigen oder in der letzten Folge schon erwähnt, momentan ist es eh relativ Bockwurst. Er kann sich also entspannt erholen, weil wir einfach ja, fast nichts machen können. Außer forschen, uns irgendwie mit Nahrungsmitteln versorgen und ab und zu nochmal so ein paar Steine wegkloppen. Weil ich mich gerade frage. Achso, okay. Er trägt die Skulptur dahin. Warum hier die Steine nicht abgebaut werden? Also zumindest die 3, die hier oben noch sind. Die sollten eigentlich relativ easy going abgebaut und verarbeitet werden können. Boah, Entschuldigung. Das sollte Colin wahrscheinlich jetzt noch in Angriff nehmen. Genau, verarbeiten Felsbrocken, sehr gut. So, wir lesen jetzt erstmal kurz die Skulptur durch. Ein büstengroßes Stück eines Materials, das zu einem Kunstwerk geformt wurde. Türkiser Tag oder der türkise Tag. Diese Statue trägt eine Abbildung von Kralle beim Lehren von Rettung an einem Labrador Retriever, während andere zuschauen. Das Labrador Retriever zittert vor Angst. Die Thematik spielt vor einem Klamm, obwohl der Stil fotografisch mit unoriginellen Elementen ist. Diese Porträtierung bezieht sich auf dem Training von das Labrador Retriever am 3. September 5500. Da ist die deutsche Übersetzung teilweise ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir wissen, was damit ausgedrückt wurde. Ich wundere, dass Kralle ihn trainiert hat und nicht Irwin. Normalerweise ist das doch Irwins Job. Naja, okay. Die Skulptur lügt ja nicht, ne? So, Kralle. 2, 4, 4. Okay. Also, morgen ist er auf jeden Fall wieder fit. Vielleicht nicht gleich zu Tagesanbruch, aber spätestens dann so gegen Mittag sollte er wieder fit sein. So, die ersten Tiere, beziehungsweise Alttiere, sind schon am Pennen. Nahrung haben wir 7, das ist voll. Verbrauchen tun wir auch 14 am Tag. Alter, 14 brauchen wir. Ah, halt. Ist der Bär tot? Der Bär ist tot, oder? Wo ist der Bär? Da ist der Bär. Irwin. Halt. Tragen. Ist toter Bär. Ganz kurz noch die Beschränkung. Irwin unbegrenzt. Und trage toten Bären. Den holst du dir bitte jetzt noch. Ich hoffe, dass die Vergiftung nicht allzu stark sein wird jetzt in der Zeit, wo er hier mal kurz draus umherrennt. Da kommt er auf jeden Fall angerannt. Okay. Viel Glück, Irwin. Ja, sieht noch gut aus. Es heilt sich ja zum Glück auch. Wenn auch nur sehr, sehr langsam, die Vergiftung. Oh, wir haben jetzt schon keinen Strom mehr. Und die Nacht hat gerade mal begonnen. Puh. Alter Schwede, was verbraucht denn so viel Strom gerade? Ach, da hätte ich gerne mal eine Übersicht. Wie viel Strom wir produzieren und verbrauchen. Also wir haben 4 so eine Dinger. Die erzeugen theoretisch jeder 1,7, also 1700 Watt. Macht also 34, macht also 68. 6800 Watt werden produziert. Das durch 2, weil die sind ja nur tagsüber aktiv.
Macht dann, zack, wieder gibt's so, ne? Macht dann also 3400, die verbraucht werden können. So. 90. Okay, die verbrauchen nichts. Ach ja, oh, 75. Okay, wir fangen erstmal den Dingern an. Also 75, 150, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 57. Ach du Scheiße, Alter, diese Lampen. 825, 900, 1050, 1125. Nochmal 700 dazu sind 1825. Alter, später. 825, 800, 905, 2105. Okay, ich weiß, warum es nicht funktioniert. 2355, 455. 2000. Was hat er gesagt? 455 verbrauchen wir an Strom. Ah, macht also. Ja, eigentlich müsste es reichen. Wir produzieren ungefähr 3400 für den gesamten Tag über. Also eigentlich müsste es reichen. Ach ne, das habe ich auch noch vergessen. Kommen auch nochmal 200 dazu. Trotzdem noch weit unter 3000, die wir verbrauchen. Also nichtsdestotrotz, ich werde trotzdem noch eine weitere Dings machen. Eine weitere Solaranlage bauen, wenn wir wieder fertig sind. Wahrscheinlich sogar zwei. Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ja, die den Großteil der Sonneneinstrahlung abfangen. Ja, okay. Deswegen werden die wahrscheinlich nicht auf voller Leistung arbeiten. Durch diesen vulkanischen Winter, den wir auch noch haben. Ja, okay. Die produzieren, ja, okay, 1000. Die werden nicht auf voller Kraft arbeiten. Gucken, wie hoch es noch geht. Jetzt haben wir es ja gerade mal 6 Uhr. Ah, der befeuerte Generator. Holz haben wir allerdings auch nicht mehr so viel. Wir haben 3 Holz noch im Lager. Also, ich weiß, dass wir hier draußen auch, glaube ich, 299 liegen haben. Ja. Ja, 280 jetzt nur noch. Ah, okay, Holz müssen wir auch sammeln. Wie sehen denn unsere Bäume aus hier hinten? 34%. Letscherlitsch. Ja, 1200. Okay, also ich weiß, woran es liegt. Die produzieren zu wenig. Zwar deutlich zu wenig. Jawohl, Karl hat sich erholt. Er hat zwar immer noch so einen roten Punkt. Der müsste aber auch irgendwann weggehen. Ach, okay, er hat direkt eine Lebensmittelvergiftung. Ah, eine Vorratskapsel. Ah, was kommt denn? Was ist das denn? Oh nein, Penoxidin. Ah, das sind, glaube ich, Drogen oder sowas, wa? Ah, eine Droge, um sich vorbeugend von verschiedenen Krankheiten zu schützen. Schützt vor Malaria, Schlafkrankheiten und Seuchen. Eine Pille alle 5 Tage und diese Krankheiten sind keine Plage. Ah, okay, also sind so. Eigentlich, also Medizin. Pillen. Nee, nicht einnehmen, sondern mitnehmen. Trage Pinoxidin. Achso, ja, gerade ist ja, hat er eine Lebensmittelvergiftung, deswegen läuft etwas langsamer. Kochen, kochen, kochen. Da. Und Beschränkung gleich wieder. Zack, aufheben. Nur die Giftzone. Hat sich eigentlich Irwin irgendwas? Nee. Er ist nicht vergiftet. Sehr gut. So, Penoxidin. Ich weiß gar nicht, verdirbt das eigentlich, wenn es hier draußen liegt? Nee, ist unter freiem Himmel. Ist unter einem Dach, deswegen geht es nicht weg, okay. Seuchen, Malaria und Schlafkrankheit. Also, Schlafkrankheit gibt es ab und zu. Malaria hatte ich noch nie. Seuchen, weiß ich nicht, was darunter genau gemeint ist. Könnte eine Seuche sein. Verfolgt er gerade
Hat das Geschütz gerade Irwin? Ne, es war einfach nur Zufall, dass er sich gerade mitgedreht hat. Würde schon sagen. Gut, ihr seid also hier weiter am Ackern. Was macht gerade? Okay, er sieht sich erstmal Kunst an. Irwin ist derweil noch am Braten. Warum das gerade Irwin macht, weiß ich nicht. Eigentlich sollte er forschen. Achso, Colin ist gerade am Forschen. Ja, okay. Na gut, dann macht Irwin halt den Mist. Habe ich auch kein Problem mit. So, Kralle kotzt sich erstmal schön die Seele aus dem Leib. Sieht sich weiter Kunst nebenbei an. Geiler Typ. So, mach mal kurz seine erbrochenen Sachen hier wieder weg. Verarbeitet Felsbrocken. Okay, das ist der letzte Felsbrocken, den wir noch haben. 42 Bärenfell haben wir auch noch aus dem Bär geschnitten. Jetzt haben wir wieder 467 rohe Nahrungsmittel, die wir verarbeiten können. Also 46 einfache Mahlzeiten können wir uns noch braten. So, Irwin ist durch. Was macht er jetzt? Spielt Billard. Billard. Na, dann spielen wir Billard. Kralle kotzt wieder. Schön. Geht erstmal was essen, was? Er isst Milch. Er isst doch was Richtiges. Dann kriegst du vielleicht auch nicht wieder eine Nahrungsmittelvergiftung. Misan. Warum macht der Hund nichts? Ich hab dir extra Tragen beigebracht. Dann kannst du das hier auch mehr tragen. Ach so, ja, wir haben eine Langeweile, wa? Ach, wir haben kein Holz. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, können wir uns ja ein paar Stühle machen. Nee, dafür wird leider das Holz nicht reichen. Der Käse wird auch weniger. Also irgendwelche Tiere fressen auch unseren Käse. Habe ich ja kein Problem mit. Was ist jetzt los? Oh, es regnet. Oh, halt. Es regnet. Das heißt, wir können raus... Ach, nee, nur bei Nebel können wir rausgehen. Oder können wir aber... Ey, komm, wir testen es jetzt. Heimat. Ich glaube, bei Regen könnte man rausgehen. Da ist der giftige Niederschlag. Hat keinen Effekt mehr. Oh, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Abreißen. Bitte hier. Priorisiere, reiße ab. Nur noch ein paar Ressourcen. Okay. Ja, ich glaube, es war so. Dass wir bei Regen tatsächlich raus können. Jetzt ist Colin schon wieder am Fischen. Okay, Fischstock 5, sehr gut. Also theoretisch könnte er sogar was fangen. Außerhalb der Laufzone. Achso, ich muss auch natürlich auf unbegrenzt stellen. So, trage Holz. Was war denn das? Da waren Ausrufezeichen. Scheiße. Egal. Sehr gut, Irwin baut Pflanzen an. Ja, die sterben doch, die Pflanzen. Oder? Weil es ein ganz komischer Beruf hier. So, Colin ist schon wieder fischen. Mann, du sollst nicht fischen, Colin. Trag uns erstmal ein bisschen Holz hier. Ah, obwohl, hier, mach mal den Stahl erstmal. Können wir vielleicht die Stahlader hier wegkriegen? Ach, scheiße. Ach, Mann. Okay. Ich hab gedacht, man kann bei Regen rausgehen. Also, man kann nur bei Nebel rausgehen und wird nicht vergiftet. Regen hat dann doch Effekt. Hat doch keinen Effekt. Okay. Aber ihr seht, die Vergiftung geht ja relativ schnell wieder runter, wenn man sie erstmal wieder im geschützten Bereich befindet. Hat auch, glaube ich, wenig Auswirkungen, außer, okay, das Bewusstsein ist ein bisschen reduzierter. Okay, das wirkt sich dann aber auch direkt mal auf alles andere aus. Jetzt kriegen die hier alle Nahrungsmittelvergiftung. Wahnsinn. Ach ja, Colin, was machst du jetzt? Trägt Bärenfeld zum Resthaufen. Habe ich das Resthaufen genannt, ja? Dreckhaufen, Resthaufen und Fresshaufen. Wusste ich schon gar nicht mehr, wie der bezeichnet hat, er. So, unsere Tiere fressen wir uns den Kühlschrank leer. Auch sehr erstaunlich, wie die Tiere irgendwie den Kühlschrank öffnen können. Was ich denen nicht schon alles beigebracht habe. Unglaublich, oder? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Aufgaben mehr.
wenn es schon soweit ist, das gerade hier sauber macht. Der gute Colin macht was? Ah, okay, er hat Stahl getragen. Von irgendwo her. Keine Ahnung wo. Macht auch sauber. Und Irwin ist weiter am Forschen. Ja, Irwin ist eigentlich die ungünstigste Wahl. Wie spät haben wir jetzt? Okay, 21 Uhr. Ja, lohnt sich auch nicht mehr, dass wir jetzt die tauschen. Also ich würde am liebsten nochmal Colin forschen lassen, weil der ist einfach effektiver bei der Forschung und trainiert nebenbei auch das Ganze auch noch ein bisschen schneller als Irwin. Ich weiß gar nicht, hat Irwin jetzt überhaupt schon mal Stufe 5? Boah, 4 Punkte fehlen noch. 4 fucking Punkte. Kocht ein, nee. Ach ja, das kann ich nicht priorisieren, schade. Also 4 Punkte noch und dann ist er Stufe Nummer 6, was die geistige Arbeit betrifft. Das ist sehr gut, dann geht das Ganze nämlich noch ein bisschen fixer. Das wird er allerdings erst im Laufe des morgigen Tages schaffen, wenn er dann nochmal dazu kommt. Er ist auf Stufe, was? 7, trainiert aber deutlich schneller, wie man sieht. Ja, das nenne ich mal fix. Ich kann vielleicht sogar schon fast Stufe 8 schaffen. Obwohl, jetzt haben wir schon 23 Uhr. Naja, er wird auch gleich schlafen gehen. Und das Ganze werde ich jetzt auch machen, denn wir sind leider schon wieder am Ende einer weiteren Folge. 2 Tage Ingame sind vorbei und der Strom geht tatsächlich wieder zur Neige. Also wir werden wieder eine dunkle Nacht haben in unseren Häusern. Kühl ist es auch noch, wunderbar. Naja, gute Voraussetzung für den morgigen Tag. Ich bedanke mich erstmal fürs Reinschauen, fürs Interesse und bis zur nächsten Folge. Ciao und tschüss.